Spiel um Platz 3 beim Starnberger See Immobiliencup. Die Routiniers des FC Ingolstadt und der Spielvereinigung Unterhaching wollen es noch einmal wissen. Die Schanzer hatten ihr Halbfinale gegen den FC Deutsche Post halbwegs knapp verloren. Die Spielvereinigung Unterhaching kam gegen FC Bello direkt ein wenig unter die Räder. Frustbewältigung zunächst aber nur bei den Schanzern. Michael Gurski pariert den Schuss von Sandy Gusic. Die Hachinger darauf mit der ganz feinen Klinge. Necat Aygün, Ex-Profi von 1860 und Unterhaching, zeigt, dass man auch mit 1,90 Meter noch richtig gut technisch Fußball spielen kann. Die Antwort der Schanzer mit Andreas Buchner und Gurski. Kein Wunder, dass man mit solchen Paraden noch bei den Profis der Spielvereinigung aktiv ist. Wieder Buchner kurz darauf. Und Gurski erneut. Leitet den Angriff gleich mit ein und dann geht's ganz schnell. Da ist Maximilian Niku. Der Ball springt einmal und trotzdem haut er ihn in die Maschen. 70 Bundesligaspiele für den SC Freiburg und Hertha BSC stehen auf seinem Konto. Und wer so erfahren ist, der macht so eine Chance natürlich auch. Und wir sehen es mit links. Unterhaching weiter die spielbestimmende Mannschaft. Gigani sieht den freien Florian Hansen. Einfache Übung, wenn auch gekonnt abgeschlossen durch die Beine des Torhüters. 3:0 für die Spielvereinigung. Das Spiel um Platz 3 droht eine deutliche Angelegenheit zu werden. Schöne Vorarbeit von Gigani und dann bekommt der Torwart die Hosenträger nicht zu. Kurz darauf Necat Aygün mit dem weiten Ball und dem extensiven Doppelpass. 4:0 für die Spielvereinigung. Klare Angelegenheit gegen die Schanzer aus Ingolstadt. Aygün war ja durchaus als torgefährlicher Spieler bekannt. 17 Tore für 1860 und 7 für Unterhaching schießt man eben nicht aus dem Nichts. Am Ende vor allem ein versöhnlicher Abschluss für die Routiniers der Spielvereinigung Unterhaching. Für Michael Gurski geht es morgen ins Trainingslager mit den Profis. Der Rest darf sich auf einen freien Sonntagnachmittag und einen schönen Turnierausklang freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.